Hallo, liebe Freunde Schlesiens. Ich freue mich, Ihnen einen neuen Film aus dem Jahre 2021 im Juli vorzustellen von meinem Heimatdorf Lauterbach, Kreis Reichenbach am Eulengebirge. Vielen Dank, Wojtek, für diesen schönen Film, und den Zuschauern und Zusehern wünsche ich viel Vergnügen, alles Gute, Gesundheit und auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Kartenausschnitt ist aus einer deutsch-polnischen Karte, die ich mir in Reichenbach gekauft habe. Unter www.plan.pl finden Sie nähere Angaben über diese Karten. Ich kann Interessenten, die die Heimat besuchen, diese Karte nur empfehlen. Sie erkennen darauf die größere Gemeinde Heidersdorf auf der rechten Seite. Von hier ging eine Eisenbahnlinie nach Breslau und von Heidersdorf führt die Strecke über Pantenau, Lauterbach, Jenschwitz, lang Seifersdorf bis nach Schweidnitz. Diese Gegend ist südlich des Heiligen Berges der Schlesier des Zoppens. Am oberen Bildrand kann man noch Langenöls erkennen und auch die Gemeinde Schlaupitz. Sie sehen hier die sogenannten Straßenhäuser von Lauterbach. Diese Höfe lagen etwas nördlich von dem Kern des Dorfes. Links sehen Sie nun den ehemaligen Hof meiner Eltern und gegenüber in dem Garten der Großmutter ist ein neues Blockhaus entstanden. Von hier hat man eine wunderbare Aussicht auf das Zopfengebirge. Hinter dem Blockhaus taucht jetzt das Anwesen von Folter August auf. Hier hat sich gegenüber der Zeit, als wir noch in Schlesien waren, relativ wenig verändert. Viel verändert hat sich auf dem Gelände, wo man die vielen Bäume jetzt sieht. Das ganze Gelände war einmal eine Sandgrube von dem Onkel Hermann Heinke. Dieser Sand ist abgetragen worden. Den Boden hat man aufgefüllt mit Material, welches dem krummen Graben entnommen wurde und somit eine fruchtbare Muttererde für diese Gartenanlage erschaffen. Wir sehen hier auf das Haus von Ilgner August und jetzt auf der rechten Seite sind zwei neue Häuser entstanden, die während der deutschen Zeit noch nicht da waren. In der Ferne sehen wir auf der linken Seite die Erhebung des Jonsberges und der schwarze Wald ist das Hellergebirge. Jetzt geht in der Ferne der Blick hinüber in Richtung Langenöls, Mellendorf und Schlaupitz. Vor uns ist der Heingarteich, der jetzt teilweise fast verschilft ist. Die Bäume sind ein guter Schutz gegen Lärm für unsere Bewohner, die jetzt in dem umgebauten Haus meiner Eltern wohnen. Im Vordergrund die Garage für die PKWs. Wir fliegen jetzt noch einmal in Richtung Westen
Und jetzt taucht auf der linken Seite die Gastwirtschaft von Hermann Heinke auf, die mein Urgroßvater, der Heinke Karl, einmal gekauft hat. Hier wieder das Haus von Ilgner und links können wir den neuen Friedhof erkennen, den die Polen angelegt haben. Auch die Deutschen hatten vor, hier den Friedhof zu erweitern. Der Weg hier führte uns damals im Sommer zu unserem geliebten Rohrteich, der uns einen Riesenspaß im Sommer mit seinem kühlenden Wasser gemacht hat. Auch im Herbst war dieser Teich sehr interessant. Er war ein Landeplatz für unzählige Vögelscharen, die hier eine Zwischenstation auf ihrem Flug in den Süden machten. Hier haben wir noch einmal die Anlage, auf der damals die vielen Badegäste ihre Bett- bzw. Badetücher ausspannten. An dem Rondell haben wir auch schon oft gesessen, wenn wir die Heimat besucht haben. Und nun fliegt die Drohne über das Waldgebiet zwischen dem Rohrteich und unserem lieblichen Lauterbach. Wir sehen im Vordergrund auf der Umgehungsstraße ist viel Verkehr. Die Umgehungsstraße bringt natürlich Lärm mit, den versucht man mit den Schalldämmwänden zu verhindern. Jetzt können wir einen schönen Blick, haben wir einen schönen Blick auf das Dorf. Man sieht auf der linken Seite die Kirche, die St. Johanneskirche von Lauterbach, auf die wir nun zufliegen. Hinter der Kirche ist unsere Schule. Links davon die Nepomuk-Kapelle und rechts war der Sportplatz von Lauterbach. Links das Görtlerhaus, der Görtlerhof und hier in der Kurve wohnte unser Bäcker Klosig, der Klosig-Bäcker. Links sind die Dorfteiche, auf denen ich damals, wenn sie zugefroren waren, auch Schlittschuh gelaufen bin. Hier als nächstes auf der linken Seite der Straße ist das Haus vom Bonker Schmied und jetzt auf der linken Seite das Felix-Gasthaus. Und nun können wir auf dem rechten Bild das Gasthaus Tamm erkennen und jetzt sehen wir auf das Haus von der Bonker Renate. Hier geht es den Klettenberg hoch in Richtung Norden. Und nun das herrliche Panorama des Zopfenmassives. Der rechte Berg, der höchste auf der rechten Seite, das ist unser Zoterberg. Für die Niederschlesier der heilige Berg, der viel Geschichte, schlesische Geschichte zu erzählen weiß. Links ist dann der Geiersberg und auf der linken Seite zieht sich das Gebirge fort bis in die Kölschen Berge. Wir haben hier noch einmal einen wunderbaren Blick auf die Straßenhäuser. Rechts wieder das Haus unserer Eltern und jetzt im Mittelpunkt die Gastwirtschaft vom Heinker Hermann. Und dahinter ist das Haus vom Widmer. Zwischen Widmer und Folter zwischen Widmer und Ilgner stieg damals das Gelände an, was jetzt natürlich abgebaut ist. Aber wir sind damals dieses Gelände über die Straße bei Heinke vorbei im Winter mit den Schlitten gerast. Jetzt wäre das durch den ständig wachsenden Verkehr nicht mehr möglich. Wir haben jetzt auf der linken Seite nochmal das Anwesen von Widmer und anschließend auf der linken Seite wieder das Folterhaus bzw. der Folterhof und dann
das Blockhaus auf der linken Seite im Garten meiner Großmutter. Sehr versteckt ist unser Haus, was jetzt auftaucht, und wir können den Hof sehr schön erkennen und die Garage. In unmittelbarer Nähe sehen wir die Schallschutzwände der Umgehungsstraße, die durch unseren ehemaligen Garten führt. Im Hintergrund sehen wir auf das Unterdorf von Lauterbach. Über diese Felder, die wir hier im Vordergrund sehen, führte damals ein Weg, und der war eine Abkürzung, wenn wir in das Dorf marschiert sind. Nun verabschieden wir uns von unserem Lauterbach. Vielen Dank für den schönen Film. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Glück auf Heimat Schlesien.